Streaming ist super, Streaming ist bequem. Auf Knopfdruck haben wir mehr Serien und Filme als je zuvor. Und oft ist das Problem eher im Wust der Angebote, nicht den Überblick zu verlieren. Aber was macht das Überangebot mit unserem Gehirn? Und wie sehr machen wir uns abhängig von den Anbietern? Verschwinden unsere Lieblingsfilme und Serien bald im Nichts? Das Ende von HBO Max ist vielleicht nur der Anfang. Und wir fragen uns, was machen wir, wenn der Stream stoppt? Das ist nicht gut. Der Stream stoppt? Meinst du wegen der Energiekrise? Nein, auch wenn wir uns damit ganz sicher bald auseinandersetzen müssen. Denn laut der IEA, der International Energy Agency, kostet eine Stunde Streaming-Video bei 1080 Auflösung ca. 0,08 Kilowattstunden. Das wären ca. 2,8 Cent. Moment, eine Stunde Netflix oder YouTube gucken kostet so viel? Ja, jetzt nicht dich persönlich. Das sind die Kosten für den Strom der Server, für Datencenter, für die Leitung. Du zahlst ja nur den Strom für deine Geräte in der Zeit, die du zu Hause hast. Und je nachdem, ob du auf dem Handy schaust oder auf dem Beamer oder auf dem TV oder Tablet, ist das natürlich unterschiedlich. Aber für Energieverbrauch zählt ja nicht nur das, was du tatsächlich zahlen musst, sondern das, was tatsächlich verbraucht wird. Und auch da gibt es heiße Diskussionen, ob das derzeitige System wirklich das Beste ist, wenn wir gerade vor einer Stromkrise stehen. Das heißt, im Winter müssen wir nicht nur frieren, sondern haben auch kein Netflix und Chill mehr? Ja, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber die Frage ist natürlich auch, wie sinnvoll es ist, Inhalte zu streamen, also immer wieder zu übertragen. Früher hatten wir als Verbraucher die Medien zu Hause. Erst Schallplatten, dann Tonbänder und Musikkassetten, dann CDs, VHS-Bänder, Laserdiscs, DVDs, MP3s, Blu-rays bis zu 4K-Discs. Und wenn du ein Lieblingslied hattest, hast du es einfach immer wieder gehört. Heute wird es nonstop von YouTube oder Spotify gestreamt und kostet immer wieder. Ja, ich meine, man kann es natürlich bei Spotify auch runterladen, aber die wenigsten machen das. Auch Lieblingsfilme und Serien werden wieder und wieder übertragen. Gerade kleine Kinder wollen ja ihre Lieblingssachen oft dutzendfach sehen und jedes Mal kostet das dann wieder 2,8 Cent die Stunde. Eine VHS oder Blu-ray-App spielen verbraucht nur den Strom des Players und Bildschirms. Streaming ist zwar bequemer, hat sehr viele Vorteile, aber eben auch solche Schattenseiten. Was denn noch außer dem Strom jetzt? Dass du nie sicher sein kannst, ob du das, was du willst, wirklich schauen kannst. Weil dein Internet zu lahm ist? Das ist ja ein typisch deutsches Problem. Auch, aber auch, weil uns nichts mehr gehört. Die Industrie hat uns klammheimlich digital wieder in die Vergangenheit katapultiert, nachdem wir eine kurze Phase der Befreiung hatten. Sind wir heute nicht viel freier als vor 20 Jahren? Mehr Angebote, weniger Zahlen? Naja, wie mein Lieblingsanwalt immer sagen, es kommt darauf an. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Bogen auf. Du machst immer einen Bogen auf, du hast mehr Bögen als Katniss Everdeen und Hawkeye zusammen. Das ist nicht ganz falsch. Trotzdem werden viele von Ihnen, liebe Zuschauer, solche Scheußlichkeiten noch nie gesehen haben. Studios oder, wie wir heute sagen, Content-Besitzer waren jahrzehntelang extrem verwöhnt. Für Ewigkeiten gab es einfach nur Kino. Wer einen Film oder ein Serial sehen wollte, der musste ins Kino gehen und dafür zahlen. Es gab schlicht keine andere Option. Ab den 50er Jahren des letzten Jahrtausends kam dann das Fernsehen dazu und machte den Kinos Konkurrenz, worauf die mit mehr Attraktionen rumprobierten. Breitband, Farbe, 3D, Surround und einige Filme wurden nach und nach dann auch ans Fernsehen lizenziert. Der Fokus blieb aber auf dem Kino. Das TV war nur Zweitverwertung und beließ zunächst die komplette Kontrolle über den Inhalt auch bei den Studios. Weil die Leute Sachen immer nur dann gucken konnten, wenn sie ausgestrahlt wurden? Ja, von den 50ern bis in die 70er Jahre hatte sich da jetzt eigentlich nicht so viel geändert. Filme liefen im Kino und viel später dann im Fernsehen. Aber die Zuschauer waren gezwungen, sich anzupassen. Sie konnten Filme und Serien nur dann schauen, wenn sie liefen, was gerade Filme besonders wertvoll machte. Über Jahrzehnte war es fast unmöglich, alte Filme zu schauen, wenn sie nicht zufällig mal im TV liefen. Und im Kino gab es Wiederaufführungen nur bei besonders erfolgreichen Klassikern. Das heißt also, die meisten Filme, die keine Riesenknaller waren, hat man nie mehr gesehen, nur die ganz bekannten. Disney hat mit seiner Vault da ja so einen richtigen Kult draus gemacht. Disneys Vault? Hatten die so eine Dagobert Duck Schatzkammer mit Filmen oder sowas? Ja, sie haben festgelegt, dass ihre attraktivsten Filme nur im Kino laufen dürfen. Deswegen bekamen die großen Zeichentrickklassiker wie Schneewittchen, Bambi, Cinderella, Dornröschen und später dann auch die modernen Klassiker wie König der Löwen und Aladdin und Ariel da rein. Diese Filme durften nur alle 7 Jahre wieder im Kino starten, aber nie im TV gezeigt werden, damit sie wertvoll blieben. Moment, ich habe die aber auf Video gesehen als Kind. Ja, nach und nach hatte Disney damals einige Filme für begrenzte Zeit dann auf VHS verkauft und später dann auf DVD und Blu-ray.
Für begrenzte Zeit? Limited Edition oder was? Nein, aber es wurde immer damit geworben, jetzt nur für kurze Zeit, holt euch den großen Klassiker nach Hause. Und wenn die Auflage verkauft war, dann kam erst 7 Jahre später eine neue. Und fürs TV waren außer Alice im Wunderland und Dumbo auch alle großen Filme gesperrt. Selbst der Disney Channel in den USA durfte die nicht zeigen, damit es immer etwas Besonderes war, wenn die Filme verfügbar waren. Und damit keiner sich die einfach für umsonst aufnehmen konnte, denn Studios hassten Videorekorder. Aber sie haben doch Unsummen verdient ab den 80er Jahren, indem sie bei Videotheken ihre Filme nochmal zur Kohle gemacht haben, ehe die dann im TV landeten. Ja, aber freiwillig sind sie den Weg nicht gegangen. Am Anfang haben sich alle Studios ziemlich dagegen gesperrt, ihre Filme zum Verleih für Videotheken freizugeben. Das galt als schmuddelig und billig. Auch weil natürlich gewisse Erwachsenenfilme und billige Action-Horrorfilme die ersten waren, die in Videotheken Erfolge feierten. In Deutschland wurde ja auch sehr abwertend darüber berichtet. Die legendäre ZDF-Doku Mama, Papa, Zombie konnte ihren Ekel kaum im Zaum halten über Zuschauer, denen das TV-Programm nicht ausreicht und die sich per Video ihr eigenes Programm zusammenstellen wollen. Für Leihgebühren zwischen 3 und 10 Mark pro Kassette und Tag stellen sie sich ein viertes Programm nach eigenem Geschmack zusammen. Wie unverschämt von uns Zuschauern, wo es doch damals ganze 3 TV-Programme gab, 5 mit DDR-Fernsehen. Ja, ihr könnt euch natürlich auch euer eigenes Programm zusammenstellen, zum Beispiel mehr Flips, Deep Dives, wenn ihr jetzt abonniert und die Glocke aktiviert. Das kostet nichts und macht euch smarter. So ein Film, wo gar nichts drin ist, kein Blut, kein Kopf ab oder so, ja, sowas bringt nicht. Also, wieder zurück zum Video. Als die ersten Studios dann merkten, wie viel Geld in Videotheken zu holen war, haben die Großen dann auch mehr ihrer Filmkataloge für den Verleih rausgebracht. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass vorher Kino und TV wirklich die einzigen Möglichkeiten waren, Filme zu sehen. Okay, es gab gekürzte Super 8-Versionen einiger Filme, aber das hat fast niemand genutzt, weil es auch sauteuer war. Es war damals ein echtes Ereignis, als Steven Spielbergs E.T. 1988 auf Kaufkassette erschien, mit dem damals neuen Kopierschutz Macrovision, Schutzhologramm und besonderen Kassetten, die Schwarzkopien verhindern sollten. Das war 6 Jahre, nachdem E.T. im Kino lief und 2 Jahre, nachdem er eine Wiederaufführung im Kino hatte. Damit hatten Filmfans damals erstmals die Möglichkeit, einen ihrer Lieblingsfilme und einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten unabhängig von Kino und TV zu sehen. Und das war die große Freiheit? Naja, es war zumindest eine Revolution für alle, die vorher nur von Filmen gehört hatten, aber nie eine Chance hatten, sie zu sehen. Wenn nicht zufällig ein Programmkino alte Klassiker gespielt hat. Programmkino? Jedes Kino hat doch Programm. Ja, aber damals wurde noch mehr unterschieden als heute zwischen den Kinos, die wie heute die ganzen aktuellen Starts gespielt haben, und Kinos, die sich auf alte Filme, auf Klassiker, auf Filmreihen, Retrospektiven, Porträts von Regisseuren, Arthouse-Sachen und so weiter spezialisiert hatten. Da lief dann beispielsweise eine Reihe mit Ed Wood-Filmen oder Godard-Filmen. Also das Kino wählte aus, welche Filme es zeigen wollte, unabhängig von der Aktualität. Das wurde natürlich durch die Videotheken teilweise ersetzt, weil viele Filme dann einfach auf Video verfügbar waren. Ein Grund, warum es heute auch noch wenig Programmkinos gibt. Und dann kam die Zeit der DVDs und Blu-Rays? Ja, VHS war eine Goldgrube, weil Kopieren der Filme nicht für jeden machbar war und weil Filme viel öfter ausgeliehen wurden, aber auch, weil VHS-Kopien jetzt oft nicht so geil aussahen. Und dann kamen DVDs, wurden erschwinglicher und warben mit digitalem Bild und Bonus und so weiter, und die Studios konnten ihre Filme nochmal verkaufen. Nachdem sie die schon im Kino, an Videotheken, an Pay-TV und TV-Sender verkauft hatten, wie schön für sie. Ja, wie bei Musik wurde den Kunden immer wieder und wieder derselbe Content neu verkauft. Das war natürlich praktisch, hatte allerdings auch für die Kunden Vorteile, weil sie die Filme ja relativ frei nutzen konnten, bis auf lästigen Kopierschutz. Aber du konntest einen Film so oft gucken, wie du wolltest, an Freunde ausleihen oder weiterverkaufen, wenn du ihn nicht mehr wolltest. Filmfans konnten sich Sammlungen ihrer Lieblingsfilme und von Klassikern anlegen, oft mit aufwendiger Sonderausstattung und Dokus, Kommentaren und so weiter. Verglichen mit der Zeit, wo man das TV-Programm durchforstet hat und gehofft hat, irgendein Sender würde mal den einen Klassiker zeigen, den man unbedingt haben wollte, war das schon ein großer Fortschritt. Plus, du hattest keine Werbung, Widescreen-Format, die englische Tonspur und der Film war nicht zensiert wie im TV. Naja, meistens nicht. Genug Filme, die auch auf DVD gekürzt erschienen, aber zu den TV-Fassungen war das schon deutlich besser. Das war sowas wie eine goldene Ära für Filmfans. Man musste sich noch um seine Filme bemühen, aber es war nicht mehr ganz so ein Glücksspiel wie zur Zeit, als es nur Kino und TV gab. Ist es denn wichtig, dass du dich um einen Film bemühen musstest? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir schauen anders, wenn wir dafür arbeiten mussten, dass wir was sehen. Das erste Mal sich reinschleichen in einen Film ab 18 oder irgendwo in der TV-Zeitschrift entdecken, dass der eine Klassiker oder der eine Film, von dem du schon so viel gehört hast, endlich lief, oder auf einer DVD-Börse die Uncut-Fassung eines Horrorfilms entdecken, von dem alle geredet haben.
Es macht was mit dir. Du hast dich nicht gelangweilt durch die Reihen von Filmen geklickt und am Ende gesagt, boah, keine Ahnung, schau ich halt, is it cake. Du hast dich gefreut, diesen speziellen Film zu schauen und dich dann völlig drauf konzentriert und ihn deswegen, glaube ich, auch intensiver wahrgenommen. Da wurdest du auch nicht zugeballert mit tausenden Filmen und Serien. Ja, es gab einfach deutlich weniger. Deswegen waren wir vielleicht auch offener für Neues, weil es so wenig Neues gab. Du hast einen Film aus den 60er Jahren ganz selbstverständlich geguckt, einfach weil er gerade lief und vielleicht gefiel er dir ja. Heute sind wir es gewohnt, dass alles sofort 100% unseren Geschmack treffen muss. Ich mach das ja auch nicht anders. Es gibt so viel Zeug und wenn eine Serie und ein Film mich nicht nach 30 Minuten catcht, denkt man, boah, soll ich jetzt echt weitergucken? Es gibt ja so viel endlos anderes zur Auswahl. Wir lassen uns damit aber vielleicht die Chance entgehen, Neues zu entdecken und unseren Geschmack zu erweitern. Du meinst, es war besser, dass es früher weniger Auswahl gab? Vielleicht. Viele Filme habe ich kennengelernt, weil meine damalige Videothekarin, die Medienwissenschaft studiert hat, sie mir aufgedrängt hat. Und das war dann vielleicht trotzdem ganz cool, weil ich neue Sachen entdeckt hat oder weil im NDR irgendeine Reihe mit Horrorklassikern von Universal lief. Heute wäre ich mit solchen Sachen garantiert nie konfrontiert worden. So ein Film, wo gar nichts drin ist, kein Blut, kein Kopf ab oder so, ja, sowas bringt nicht. Dafür hast du eine viel größere Chance, deine Lieblingsfilme zu sehen. Ja, aber ich habe immer weniger Rechte daran. Denn die Studios dachten sich ja irgendwann, eigentlich wollen wir nicht, dass die Zuschauer mit den Filmen machen können, was sie wollen. Warum zahlen die nicht jedes Mal, wenn sie einen Film schauen? Und warum haben sie das jetzt für immer? Das ist aus Business-Sicht eher ungeil, aber war zu Zeiten von DVD, Blu-ray, CD nicht anders machbar, trotz Kopierschutzkampf und Kriminalisierung der Kunden mit ätzenden Anti-Piraterie-Kampagnen. Du würdest doch auch kein Auto klauen. Was habe ich diesen Spot gehasst, den man sich auf DVDs vorab ansehen musste? Ja, grausam. Und ich glaube, jeder würde ein Auto klauen, wenn der Beklaute danach noch dasselbe Auto vor der Tür stehen hätte. Digitale Welt mit echten Diebstahl zu vergleichen, das war immer saudämlich. Aber zum Glück kam dann ja das Streaming und die Kontrolle ging an die Studios zurück. Denn endlich konnten sie das umsetzen, was sie eigentlich immer wollten. Noch mehr Geld mit altem Zeug machen? Das auch, aber vor allem einem das Recht am Anschauen verkaufen, ohne dir einen Film physisch zu geben. Weil ich keine Blu-ray und DVD mehr habe. Ja, du erwirbst nur noch eine Lizenz zum Schauen. Das heißt, ich kann jetzt mit allen alten VHS und DVDs zu den Studios gehen und sagen, Leute, ich habe 1996 schon mal eine Anschaulizenz gekauft, gebt mir den Film bitte jetzt im Stream. Nein, das funktioniert immer nur zugunsten der Studios. Wenn du jetzt einen Film kaufst, dann bekommst du die Anschaulizenz. Und ist das nicht dasselbe wie kaufen? Was denkst du? Nein, weil die Rechte ja davon abhängig sind, dass die digitalen Umstände sich nicht ändern. Wenn du eine Blu-ray hast, kannst du den Film so lange gucken, wie du einen Blu-ray-Spieler hast. Du kannst sie Freunden geben, zu Filmabenden mitnehmen und so weiter. Nicht gut für Studios, denn die Freunde sollen sich das ja auch kaufen. Ja, super. Und digital kann ich es nur gucken, wenn ich Zugriff auf meine Konten habe von Amazon, Videoload, Apple und Co. Ja, und wenn deren Lizenzen auslaufen, dann war es das auch mit meinen gekauften Filmen. Denn die meisten Anbieter sichern sich im Kleingedruckten ab, dass sie den Film nur bereitstellen müssen, solange sie selbst die Lizenzen haben. Wir haben das ja gerade bei Sony gesehen. Die haben ihren Videoverkauf eingestellt und seit kurzem haben Leute, die dort Filme gekauft haben, auf einige Titel keinen Zugriff mehr. But I know something they don't know. You're doomed. Doomed. Definitely. Doomed. Also gehört dir ein Online-Kauf nie wirklich? Nee, wie bei Videogames auch gilt das für Musikstreams, Filme, Serien, Bücher, nur solange sich nichts ändert und solange der Dienst weiter existiert. Einer Blu-ray ist es ja ziemlich egal, ob das Label, bei dem sie rauskam, noch existiert. Den Film konntest du trotzdem weiter gucken. Aber wenn du bei einem der ganzen Streaming-Dienste, die über die Jahre auf- und zugemacht haben, einen Film gekauft hast, dann hast du vielleicht Pech gehabt oder lange Rechtszeit vor dir, auf die kaum einer Bock hat. Amazon hat ja auf Kindles schon Bücher entfernt, die die Kunden gekauft hatten, weil sie die Lizenz geändert haben. Oder Bücher, die du schon gekauft hast, werden nachträglich geupdatet und durch eine vielleicht zensierte oder zumindest eine neue Version ersetzt. Virtuelle Waren sind ziemlich riskant. Bei Games nützt dir ja oftmals selbst eine Game-Disc nichts, wenn der Server des Games abgeschaltet wurde oder du ein Update brauchst, das es einfach nicht mehr gibt. Und bei den Video-Streaming-Diensten weißt du ja eh nie, was du bekommst. Ja, wir haben viel Auswahl und bekommen natürlich immer neuen Nachschub, aber da wir dort auch nur einen allgemeinen Zugriff auf das Programm mieten durch unsere Abos, haben wir keinerlei Anspruch auf etwas Bestimmtes. Jeder Streaming-Dienst schmeißt ständig auch Inhalte wieder raus, an denen die Lizenzen auslaufen oder eben, weil sie sie anderweitig vermarkten wollen. Bitte was? Ja, wir sehen das doch gerade wieder mit HBO Max. Seit dem Zusammenschluss von Warner und Discovery wird ja der gesamte Konzern total umgebaut und HBO Max steht als zu teuer in der Schusslinie.
Deswegen wird den Abonnenten ja jetzt schon mal Filme und Serien weggenommen, um sie anderweitig zu lizenzieren. Also Sachen, die HBO selbst produziert hat, sind für deren Abonnenten nicht mehr verfügbar. So wie damals, als Netflix in Deutschland House of Cards an die Konkurrenz lizenziert hatte, bevor sie in Deutschland gestartet sind und dann ewig ihre eigene Serie nicht zeigen konnten, nachdem sie Netflix Germany gelauncht haben. Ja, bei Warner Discovery geht es halt derzeit um maximale Profitabilität. So viel Geld wie möglich, und deswegen haben sie gerade frisch HBO Originals wie The Witches oder den Film Lockdown aus dem Angebot entfernt. Das passiert übrigens gerade auch bei allen anderen HBO Max, auch außerhalb der USA, in Europa und so. Eigenproduktionen werden entfernt, um sie anderen Diensten dann gegen Lizenzgebühr anbieten zu können. Und Filmfans können nichts machen? Du hast ja nur das Recht, HBO Max zu gucken, solange das noch existiert. Aber nicht auf bestimmte Serien. Stell dir einfach vor, Netflix würde Stranger Things runternehmen und dann an Pro7 verkaufen. Moment, solange HBO Max noch existiert? Das ist doch der wichtigste Streamer nach Netflix und Disney Plus, dachte ich. Joa, mal gucken, was davon noch übrig bleibt, wenn der neue Warner Boss David Zaslav damit durch ist. Nach den gestrigen Quartalsreports ist das nicht mehr sicher, dass wir überhaupt noch ein HBO Max haben. Er hat ja schon haufenweise Serien gecancelt, gerade den neuen fertigen 90 Millionen teuren Batgirl-Film in den Müll geworfen, der zu HBO Max kommen sollte, und vielleicht ist HBO Max eh bald ganz Geschichte oder Teil des Discovery Channels. Ich verstehe langsam, was du mit Stream Ended meinst. Also haben wir heute weniger Rechte als früher. Wir haben mehr Auswahl, sind aber völlig von der Laune der Studios und Anbieter abhängig. Wir könnten theoretisch tausende Filme und Serien sehen, aber ob und wann wir darauf zugreifen können, das ist nicht gesichert und es kann jederzeit enden. Wie oft habe ich meine Lieblingsserie mal wieder gucken wollen und musste feststellen, ja sorry, aber dort, wo du sie zuletzt geguckt hast, dort ist sie nicht mehr, und ob sie überhaupt noch irgendwo verfügbar ist, das weiß keiner. Nur sagen, wie ich mich fühle und was es in mir ausgelöst hat. Also schweißnasse Hände, es läuft mir kalt den Rücken runter, die Schläfen pochen und das Herz klopft. Also so eigentlich immer im Wechsel. Das ist ja dann fast wie damals in den 60ern. Die Studios haben wieder die volle Kontrolle darüber, wie ihre Sachen geschaut werden und wie oft wir dafür zahlen müssen. Ja, und wir sind einerseits überfordert mit zu viel Zeug, wir wissen nichts mehr richtig zu schätzen, entdecken weniger Neues, weil wir nur noch Sachen sehen, die uns sofort catchen, und wir haben gleichzeitig viel weniger Kontrolle darüber, was wir sehen möchten. Wir sind... Ja, ich weiß, Opa, wir sind doomed. 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 HBO Max ist übrigens offiziell auch. You're still doomed. Oh, no. Was denkt ihr über das Thema? Haben die Studios zu viel Kontrolle über das, was wir sehen? Diskutiert mit unten in den Kommentaren. Und für mehr Deep Dives schaut jetzt in eins von den beiden Spotlight-Videos hier. Dir ist schlecht geworden? Ja, mir ist hinterher, also ich, und dann fiel mir das auf einmal nochmal alles an, dann ist mir schlecht geworden hinterher. Ich habe mich auch übergeben.